1000 Abos, damit hätte ich nie gerechnet. 1000 Abos habe ich euch zu verdanken. Und als kleines Dankeschön habe ich euch ein Special über meine bisherigen YouTube-Videos zusammengeschnitten. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. So oder so ähnlich fangen meine Videos seit einiger Zeit an, aber das war nicht immer so. Als ich im Mai letzten Jahres meinen YouTube-Kanal gestartet habe, waren das in der Tat die allerersten Videos, die ich jemals gemacht habe. Und böse Zungen behaupten, man sieht es den Videos auch an. Willkommen zu meinem ersten Video zum Uhren- bzw. Uhrenwand-Review. Da ich meine Zeit lieber in den Inhalt als die Technik stecke, mache ich das alles ganz simpel. Aber schon das zweite oder dritte Video war erkennbar besser, aber deswegen noch lange nicht wirklich gut. Willkommen bei dem YouTube-Kanal WatchMaxes Uhrenvideos. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Ich habe auf meinem Kanal viel rumexperimentiert, mein Handy in einer Wanne mit Wasser versenkt und Uhren ins Wasser geworfen, um hoffentlich interessante Videos zu machen. Aber nicht nur ins Wasser, sondern auch aus dem Fenster habe ich eine Uhr geworfen. Ja, für dieses Video habe ich ganz schön Kloppe bekommen in den Kommentaren. Es sei arrogant und überheblich, eine Uhr aus dem Fenster zu werfen, aber ey, hallo, G-Shock wirbt damit, dass die Uhren nahezu unzerstörbar sind und ich habe es einfach getestet. Ich zeige euch nochmal die entscheidende Sequenz aus diesem Video. Das Testszenario. Eine G-Shock, ein Fenster im dritten Stock, ups, das bin ja ich, ein gepflasterter Gartenweg, etwas Mut, noch mehr Mut und die Schwerkraft. Und die Schwerkraft tut ihre Wirkung. Nicht alles, was ich im Kopf hatte und was ich in Ideen hatte, habe ich umgesetzt oder ließ sich gut umsetzen. Zum Beispiel gab es ein Video über den Dokumentarfilm über Helmut Sinn, die Zeitmaschine. Eigentlich wollte ich um dieses Event herum auch ein kleines Video machen, aber das gab nicht genug her. Insofern ist das eines der Videos, was ich nicht gemacht habe. Durch die Videofilmerei und die YouTube-Geschichte habe ich sehr viele interessante Leute kennengelernt und es hat sich so manches wirklich tiefschürfende Uhrenfachgespräch ergeben. Wenn du genau hinguckst, vom Video siehst du noch besser als so, an den Anstößen setzt sich tatsächlich leichter Rost ab. Da oben, da drin. Ja, du weißt noch nicht mal, ob das Rost ist. Das kann auch Gammel sein von die Fische. Am Anfang habe ich sehr viel rumexperimentiert. Ich wusste noch nicht genau, in welche Richtung mein Kanal gehen soll. Und ich habe euch auch zum Teil wirklich schrottige Uhren in schrottigen Videos vorgestellt. Nicht ganz ohne auch ziemlich peinlich für mich selber zu sein, aber schaut es euch einfach an. Mangelnde Präzision und Fertigungstoleranzen aufgrund von Handarbeit zulassen, wird bei dieser Uhr die Handarbeit konsequent durch maschinelle Prozesse ersetzt. Naja, nicht alles, was ich versuche, klappt auf Anhieb. Nicht alles, was ich drehe, sende ich auch und zeige ich euch in den nachfolgenden Clips. Der erste Clip ist tatsächlich in einem Video gewesen. Den habe ich auch so hochgeladen und gesendet. Der Rest sind Schnipsel, die ich rausgeschnitten habe und euch dann doch nicht zumuten wollte. Montiert ist ein Band von Mais. Mal kurz gucken, ob ich das mit dem Licht etwas anders hinkriege. Ah, fuck, echt. Aktuell montiert habe ich ein schwarzes Segeltuchband. Es müsste so sein. Hier haben wir die Archimede 41. Oh, leck mir am Arsch, Marie, echt. Kommen wir zu den Maßen. Oh, fuck, echt. Leute, Leute, Leute. Glücklicherweise habe ich den Eindruck,
was meine Videos in den letzten Wochen, vielleicht Monaten, deutlich an Qualität gewonnen haben. Und ich sie mir wahrscheinlich selber auch anschauen würde, was ich nicht von jedem der frühen Videos behaupten kann. Euer Zuspruch zeigt mir, dass ich nicht auf dem komplett falschen Weg bin. Und ich freue mich sehr darauf, was ich noch machen kann, was ich machen möchte und hoffe, ich treffe euren Geschmack. Ihr seid weiterhin so ehrlich in den Kommentaren, sagt mir, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und schaut auch weiterhin meine Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.